Ich war schon auf der CEDARS Connect 2023 und es hat sich bestätigt, was ich auch damals schon erlebt habe. Praktische Beispiele auf der Bühne präsentiert von Leuten, die sich da Gedanken darüber machen, wie man kundenzentral Anwendungen baut, um den Kundennutzen zu erhöhen. Und diese praktischen Beispiele sind enorm wichtig, um sich auch selber weiterzuentwickeln mit solchen Gedanken. Und da das unterschiedliche Branchen sind, gibt es immer unterschiedliche Ansätze, die, von denen man immer irgendwas lernen kann. Also Lernen auf der CEDARS Connect ist auf jeden Fall mal ein wesentlich wichtiges Thema. Und dann lernt man neue Leute kennen oder sieht die Leute vom letzten Jahr wieder. Und das Netzwerk ist natürlich auch ein wesentlicher Faktor dieser Veranstaltung. Das in einem tollen Ambiente wie dem Europapark ist einfach ein rundes Erlebnis, macht Spaß. Und man sieht hier, glaube ich, ziemlich viele freundliche und nette Gesichter, mit denen man in Kontakt kommt. Und inklusive der Abendveranstaltung ein rundes Paket. Sicherlich fernab der wirklichen Fachlichkeit die Thematik, dass so ein Hersteller wie Rehau, das fand ich ein beeindruckendes Beispiel, sich diversifiziert, verändern muss, das erkennt und entsprechend auch reagiert und auch Mut zur Lücke hat. Viele Dinge ausprobiert, die sicherlich nicht alle funktioniert haben, aber die letztendlich dazu führen, dass man ein Unternehmen auch ganz anders gestalten kann, als es ursprünglich mal vorgesehen war. Fand ich sehr beeindruckend.